Hallo, wunderschönen guten Nachmittag. Heute habe ich mal Brennnesselkapseln. Brennnesselkapseln zum Entwässern des Gewebes. Ja, habe ich sonst als Tee gekannt und jetzt wollte ich das mal als Kapseln probieren. Die kann man dann obligatorisch jeden Tag gleich einnehmen. Eine Kapsel pro Tag ist genug. Da sind 500 Milligramm Wirkstoff drin und also Brennnesselpulver und das entwässert, wie gesagt, das Gewebe, gerade im Sommer, wenn man viel mehr trinkt, wenn man ja noch viel durstiger ist durch die Hitze und dann, weil der Körper ja viel Flüssigkeit auch durch Schwitzen verliert. Und dann sitzt man viel beim Arbeiten, also nicht jeder, aber bei mir ist das so, ich sitze viel und da werden dann die Füße schwer, die werden dann müde und man merkt dann auch schon, dass die so geschwollen sind und das geht meistens einher mit Gewebewasser, das sich dort einlagert. Das kann der Körper dann nicht so recht abtransportieren, weil eben die Bewegung fehlt und darum nehme ich dann im Sommer ganz gerne mal so ein bisschen Brennnesseltee. Und jetzt habe ich diese Kapseln entdeckt und will die mal testen. Das ist bestimmt noch besser, noch wirkungsvoller, weil man hat ja hier eine viel bessere Konzentration für den Körper, als man das mit einem Tee ausgleichen könnte. Ich finde das ganz toll. Wie gesagt, 500 Milligramm pro Kapsel. Und eine Kapsel ist die empfohlene Verzehrmenge je Tag. Dann habe ich bei 90 Kapseln eine 3-Monats-Packung, die ich wiederum sehr günstig finde. Für diesen Preis ist das natürlich richtig toll. Ich mache die mal einfach auf. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt so aufgerissen kriege. Ach, diese Folie habe ich nicht gesehen, sonst hätte ich sie vorher vor dem Video schon entfernt. Hätte ich vielleicht wirklich machen sollen. So, jetzt ist sie aber ab. Brauchen wir nicht mehr jammern. Aufschrauben. Dann ist bestimmt noch mal eine Folie. Sag ich doch. Gut, die kriegen wir nun auch noch weg. Dachte ich jedenfalls. Ja, das ist der Vorführeffekt. Dann geht gar nichts. So, wisst ihr, seht ihr, ich bin da gar nicht so zimperlich. Zack, aufgerissen, fertig. Da sind sie. Schöne Kapseln voll mit Brennnesselextrakt. Ja, das ist jetzt für diesen Sommer mein Begleitservice. Ich sag mal so, pro Monat kommt man da auf etwa 6,50 Euro, 6,70 Euro etwa, würde ich mal Pi mal Daumen so schätzen. Und das ist für mich ein total attraktiver Preis. Ich meine, an Tee habe ich da auch immer ziemlich teuer bezahlt. Ich denke mal, hier komme ich besser bei weg. Und vor allen Dingen ist die Einnahme einfacher. Die kann man auch mal einnehmen, wenn man keinen Durst hat. Ja, ich finde das von der Darreichungsform her wirklich praktisch, toll und empfehle das auch gerne weiter. Was es bringt, werde ich sehen. Aber Brennnessel allgemein, ich habe gute Erfahrungen damit und vertraue da auch voll und ganz drauf. So, und nun wünsche ich euch noch einen wunderschönen Nachmittag und bleibt schön gesund. Tschüss!